Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hall & Hearts Event Video. Wir stehen hier noch in Helena in Montana und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Allerdings werde ich jetzt nicht mehr ganz so lange Aufträge machen, weil ja, es schon sehr spät ist. Wie das immer so ist, Renton ist zu weit weg. Tacoma, ha. Schon wieder knapp. An der Grenze, oh, Cheyenne wäre wieder drin. Aber wir fahren heute einfach mal nach Colville in Washington. Ich finde 5 Meilen, 7 Stunden Fahrzeit nicht wirklich weit und lang, aber in Anbetracht der Uhrzeit gerade. Und dass noch einiges zu tun ist. Heute. Werde ich jetzt 2 kürzere Fahrten machen, zumindest ein ATS. Ein ATS-2 wird es ja ähnlich sein, sowieso schon. Und dann geht es demnächst dann wieder mit längeren Touren weiter. Erstmal alles schön gemütlich heute noch zu Ende bekommen, wie es nach Plan war. Damit ich dann nicht mehr ganz so sehr einen Stress mache. Entweder war es wegen irgendwas, keine Ahnung, gegessen oder whatever, oder ist einfach stress-related gerade. Die Magenkrämpfe. Get ready to turn right. Caution. Please mind the speed limit. Turn right. Get ready to turn left. Und dann kommen wir wieder nach Washington. Vielleicht kommen wir dadurch auch Richtung Kalifornien wieder. Stay right. Wir dürften sogar 45. Turn right. Wieder mal Wallbird. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Und dann nehmen wir mal den Auflieger hier ab. Und fahren in die Berge. Glaube ich. Doller als ich wollte. Ja gut, dann fahren wir die Interstate 15 zur Interstate 90. Fahren an Musala vorbei, Thompson Falls. Und ja. Bei Coeur d'Alene geht es dann Richtung Spokane. Ach, in Colville war ich noch gar nicht gewesen. In Colville. Ja. 5,5 Meilen. Davor nochmal werden wir wahrscheinlich von der Waage reingekickt. Ich habe rausgezoomt. Aber das kann man gerne mal nicht annehmen. Hoppla. Mal doch gestoppt. Turn left and then continue straight. Go straight. Das ist nämlich jetzt gerade 8:30. Turn right. Und mit diesem Video ist es ja eigentlich noch planmäßig 3 Videos. Weil ich ja nämlich da nochmal für insgesamt, glaube ich, 2 Stunden deshalb hingelegt. Dann auch nochmal einkaufen war und
gerade sagen, die fahren auch gerade gar nicht. Dann kämpfen wir so wieder hoch. Hügel mehr oder weniger. Den menschengemachten Hügel. Stay left and then exit left. Exit left. Und dann auf Geschwindigkeit wieder hoch. Welcome to Montana. Auf in die Berge. Darf ich nur nicht wieder mit zu viel Geschwindigkeit den Berg runterfahren? Wäre eigentlich das erste Mal, dass irgendwie ein Unglück passiert. Letzte Zeit ja mal wieder zu häufig passiert. Auch was Retarder betrifft, den reingekickt hat. Und man dann plötzlich auf dem Dach wieder war. Das war auf der Seite. Bergauf geht jetzt auch wieder bergab. Da kommt jemand an, läuft die Geschwindigkeit. Der Trailer, der Kollege. Wirkt zumindest so. Und da geht dann ein bisschen ins Tal hinein. Und er zieht einmal wieder davon. Nicht steil genug bergab. Da gibt es wieder ein paar Infotafeln zum Lesen. Muss ich an die Augen mal hin, um mir anzuschauen, was da drauf steht. Einfach aus Neugierde und aus Prinzip.
mal ein weiteres Mal zu überholen, während wir an Butt vorbeifahren. Okay, was auch immer das gerade für Geräusche waren. Oh, Wetten. Es war ja so klar. Ach, du auch? Never mind. I'll find a new route. Mach es mal. Schauen, ob wir den Dynamics eigentlich noch überholen müssen, noch nicht. 73.800 Pfund Gesamtgewicht. Stay left. Wieder so ein bisschen Probleme, wenn wir auf die Bahn zu kommen. Missoula, genau. Da liegt es für uns hin. Meilen noch. Ein Viertel der Strecke hinter uns. Stay left. Wieder schön mit den schneebedeckten Bergen. Allein das gibt da schon wieder so ein super schönes Flair. Auf der Straße. Ja. Da fährt die KI, die nicht gebremst ist durch die Fracht. Und vorbei.
habe ich leider den Finger beim Umsetzen auf der Taste gelassen. Diesmal kein, diesmal Bug oder keine Fehleingabe, sondern mein Fehler. Einfach immer wieder schön hier über Flüsse zu fahren. Schöne Mauer auch. Ein bisschen was vom ausgetrockneten Flussbett. Ja, immerhin mal nicht so das übliche Gebrickte. Und da sind wir jetzt bei Mosula. Bist du da natürlich? Diesmal den Tee warm trinken, wenn er noch warm ist. Ja, schon wieder los. Vielleicht manchmal auch einfach nur pausieren, Spiel minimieren und wir nach 10, 20 Sekunden wieder zurückzugehen.
woran das irgendwie liegt. Das ist nämlich echt nicht ersichtlich, woran das liegt. Dann können wir uns ja schon mal links einhalten. Da werden wir mit Sicherheit rausgeholt werden. Nicht? Ich, positive Überraschung. Mein Gott. Wie gesagt, wieder nicht ersichtlich, weswegen. Könnte vor allem das liegt, dann wäre es ja nochmal sehr gut, weil dann kann man es ja eventuell beheben, aber so. Das ist unmöglich. Und da geht es bergab. Das ist natürlich so, dass wir da bei linken Spur sind. Aber rechts nicht wirklich rüberkommen. Okay, jetzt können wir wieder rüber. Oh Gott. Fahren wir einfach mal nur rüber. Da war ja nichts. Oh Gott, was ist denn das? Vielleicht ist beim nächsten Mal raus. Ja, mal begrüßenswert. Und da dürfen wir wieder mal ein bisschen mehr fahren. Schon fast am Ziel angelangt. Kurz vor Spokane.
haben wir die kurze Fahrt dann auch gleich abgeschlossen. Die erste von zwei in ATS. Noch gar nicht da, wo ich dachte. Okay, doch, aber gleich. Stay left. Kriegen wir hin. Mal bei der Waage rausfahren. Nicht, okay. Wieder welch angenehme Überraschung. Stay left. Ja, ich bin bekommen, weil ich nur 60 fahren durfte. Dann halten wir uns mal. Okay, keine Ahnung, woran es liegt. Stay right and then exit right. Exit right. Es gibt wieder viel Verkehr. Go straight. Auf geht's durch Spokane durch zur Farm. Ranch. Ach ja, die schönen guten Rotphasen. Convention Center. Schick, schick, schick. Straight. Ob wir erstmal eine Grünphasen haben oder nicht?
nicht. Beschleunigen, an der Waage vorbei, die scheinbar geschossen ist. Get ready to turn right. Und dann sind wir schon da. Turn right. Bisschen spät. Gebremst. Dann laden wir mal ab. Ausgezeichnete Valentinstagsgeschenke von Helena nach Colville. Die Fahrt Gefahrenstrecke 400 Meilen. Dauer 39 Minuten. Verbraucherkraftstoff 60 Gallonen. Erledigte Holzfahrzeuge 160. Es gab 31.400 Dollar dafür. 831 Erfahrungspunkte und ein neues Level, Level 31. Sprich, es geht. Oh, the Evergreen Stay 6 von 16. Es geht erstes Mal auf Gefahrengut. Jetzt können wir auch Klasse 6, Klasse 8 fahren. Ätzende Stoffe. Substanzen, die organische Gewebe auflösen und bestimmte Metalle stark korrodieren lassen können. Beispiele hierfür sind Schwefelsäure, Salzsäure, Kaliumhydroxid oder Natriumhydroxid. Dann fahren wir noch zum nächstgelegenen Schlafplatz. Schlafmöglichkeit wäre dann hier vorne beim Händler. 24 Meilen haben wir noch dahin. Okay. Und wir sind bei 9 von 14 angelangt. Thank you.
Da hab ich auch mal gleich den ETS 2. Und dann mal kurz jumpen in ATS. Aber das dürfen noch Kürbisse sein, oder? Es sollen Kürbisse sein. Zwar 2D-Objekte, aber Kürbisse nicht desto trotz. Auch schön, dass man quasi ein anderes Vollbremsungsgeräusch auf sandigen Pisten hat und nicht die quietschenden Reifen. Das ist schon mal gut. Caution. Please mind the speed limit. Stay left and then turn left. Machen wir doch, wenn die Ampel wieder in grün ist. Turn left. Dann übernachten wir beim Volvo-Händler. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Horn Hearts Event Video wieder.